Inspirationsmedium und Wunderlingfrau, Autorin mehrerer Bücher und möchte mit diesem Film einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben, weil die Begriffe Inspirationsmedium und Wunderlingfrau eher ungewöhnlich sind und ein bisschen Erklärungsbedarf besteht. Ein Inspirationsmedium, was ist das? Dieses Wort habe ich zusammengesetzt aus den Begriffen Inspiration und Medium. Und ich meine damit, dass ich als Medium diene, jenseits dessen, was allgemein als Channeling empfunden oder gemeint wird. Ich bin kein Channel, was zurücktritt. Kein Medium, was an die Seite tritt und irgendwelche Kräfte durch sich durchsprechen lässt. Ich bin bewusst dabei. Ich entscheide, mit wem ich sprechen möchte, zu welchen Themen ich Fragen habe. Mein eigenes Wissen fließt immer mit in die Texte ein, die so zu mir kommen. Die Informationen, die zu mir gelangen, sind zum Teil von anderen Wesenheiten. Die sind zum Teil durch meinen eigenen Zugang zu meinem eigenen tiefen Wissen. Sie setzen sich also aus mehreren Schichten zusammen. Ich bin also wirklich nicht willenlos in Trance oder irgendwie so etwas. Ich kann jederzeit jedes Gespräch beenden. Ich kann mit allem sprechen, was bereit ist, mit mir zu sprechen. Insofern ist das im Grunde genommen nichts anderes wie mit zwischenmenschlicher Interaktion. Es geschieht auf geistiger Ebene, es ist ein geistiger Kontakt. Vielen ist der Begriff hell hören, hell sehen, hell fühlen vielleicht bekannt, dass dieses hell hören auch geistiger Natur sein kann, in Form von Gedanken, ist einfach ein Bestandteil dieser Art der Kontaktaufnahme. Da diese Informationen, die da zu mir gelangen, äußerst inspirierend sind, Zugang finden auch in die Bücher. Sie bilden einen wesentlichen Bestandteil meiner ganzen Arbeit in allen Bereichen. Deshalb habe ich diesen Begriff Inspirationsmedium ganz passend gefunden. Ja, zu welchen Themen führe ich Dialoge? Es ist im Prinzip alles möglich. Aber diese Themen richten sich natürlich immer auch so ein bisschen danach, mit wem ich spreche. Wenn ich mit der Erde spreche, dann führe ich Dialoge zu Themen, die die Erde betreffen, die das Erdbewusstsein betreffen, den Erdwandel betreffen und natürlich auch uns Menschen, weil wir mit der Erde verbunden sind. Wenn ich mit Naturwesen spreche, stelle ich Fragen, die irgendwie mit der Natur zu tun haben. Das kann eine sehr große Bandbreite haben und betrifft natürlich auch wieder die Beziehung zwischen Naturwesen und Menschen. Wenn ich mit Fabelwesen spreche, stelle ich entsprechende Fragen, die diese Wesen mir beantworten können, weil auch Fabelwesen wie Einhörner, Drachen, Zentauren etc. etc. oder eben auch Pan, der Gott der Natur, dann stelle ich natürlich Fragen, die in diesem Bereich hineingehören. Bin also in diesen Themen unterwegs. Wenn ich mit Tieren spreche, dann stelle ich Fragen, die die Tiere und die Beziehung zum Menschen betreffen. Also endlos ausdehnbar. Ich kann Hausgeistern, mit Gartengeistern, alles Fragen stellen, Themen, die diesen Themenbereich betreffen, den diese Wesen gerade abdecken, den sie leben, in dem sie sich besonders gut auskennen. Es wäre also Quatsch,
mit einem Tier darüber zu sprechen, was uns Menschen gut tun würde, weil die Tiere sind mit ihren Themen beschäftigt. Da kann man eher Fragen, solche Fragen stellen wie, was es braucht, damit wir miteinander gut auskommen. Da kann zwar durchaus auch mal das eine oder andere kommen, dass die Tiere eine Meinung davon haben, was uns gut tun würde. Sie sehen uns von außen. Aber sie können uns jetzt nicht sagen, wie wir als Menschen gut leben können, weil das ist nicht ihr Aufgabengebiet. Logisch, ne? Ja, da kommen wir dann zur nächsten Frage. Mit wem führe ich denn alles Dialoge? Mit der Erde, das habe ich schon gesagt. Mit Fabelwesen, das habe ich auch schon gesagt. Mit Naturwesen, mit Bäumen, mit Tieren, mit meinem Selbst und auch mit den Selbsten anderer. Das ist auch wieder ein klein bisschen erklärungsbedürftig. Was meine ich, wenn ich vom Selbst spreche? Das Selbst ist für mich eine Bezeichnung für das Größere, was ich bin, jenseits der Person, das, was ich immer bin, das, was ich auch bleibe, wenn ich gestorben bin als Person. Man kann es als höheres Selbst bezeichnen, man kann es als Seele bezeichnen, also das ist egal, das sind Begrifflichkeiten. Ich denke, dass jeder da irgendwo so sein eigenes Gefühl dafür hat. Ich kann mit meinem Schutzengel sprechen, ich kann mit Hausgeistern sprechen. Das tue ich dann auch für andere, wenn ich darum gebeten werde. Was natürlich immer nur dann funktioniert, wenn das entsprechende Wesen auch mit mir sprechen möchte. Das ist eine Voraussetzung. Aber das ist ja auch wieder genau wie zwischen den Menschen. Ich bin Inspirationsmedium, bezeichne mich auch als Wunderlingfrau und da ist dann der nächste Punkt, der erklärungsbedürftig ist. Was sind Wunderlinge? Wieso Wunderlingfrau? Im Grunde genommen sind Wunderlinge einfach eine Möglichkeit, um wiederum als Inspirationsmedium tätig zu sein, aber Wunderlinge sind halt eben auch etwas Eigenständiges. Wunderlinge sind Gebilde, Holzgebilde, knubbelige, rundliche, manchmal auch nicht so rundliche Gebilde, die an Bäumen zu finden sind, an Baumstämmen. In der Biologie spricht man von Kallusbildung, was letztlich nur bedeutet, dass es sich um etwas Rundliches handelt. Diese entstehen durch Astbruch, durch Stichverletzungen in der Rinde, durch Pilzinfektionen. Sie sind immer auch ein Ausdruck der Selbstheilung, aber sie sind halt eben in gewisser Weise deshalb etwas Besonderes, weil nicht jeder Astabbruch zu einem Wunderling wird, nicht jede Stichverletzung, nicht jede Pilzinfektion. Es gehören andere Faktoren dazu. Sie entstehen nämlich gar nicht so häufig, wie man denken möchte. Kleinere Wunderlinge, auch Baumperlen genannt, weil sie wirklich an Perlen erinnern, findet man häufig, manchmal sogar sehr, sehr zahlreich an Buchen. Diese kleinen Wunderlinge, diese Baumperlen lassen sich gut als Schwungkörper für eine Einhandrute einsetzen, als Schmuck, als Kette. Aber egal wie klein sie sind, sie können trotzdem, wenn man sie im richtigen Bewusstsein pflückt, enorme Kräfte in sich tragen. Das hier ist eine Lärche. Lärchenwunderlinge haben eine andere Formen, das sieht eher untypisch aus. Andere Wunderlinge sind eher rundlich. Bei Lärchen können die durchaus eine ganz andere Form haben, wie man hier sehr gut sehen kann. Dieser Wunderling wäre zum Beispiel erntereif. Er ist schon ganz wackelig. Ich lasse ihn aber dran. Ich wollte euch das nur mal demonstrieren,
Diese Lerche hat ziemlich viele Wunderlinge. Alle eine sehr ähnliche Form. Hier ist ein Wunderling an einer Buche. Man entdeckt ihn kaum. Er ist so mit Moos überwachsen. Er ist ziemlich weit unten. Er lugt da drunter weg. Jetzt hätte er eine Mütze auf. Das ist total lustig. Um eine Vorstellung zu kriegen. Das hier ist meine Hand. Er ist also nicht wahnsinnig groß, aber auch nicht ganz winzig. Und weiter oben etwas Ähnliches. Zwei übereinander. Die sind schon kleiner. Wo ist der Wunderling? Ihn? Ja, ich sehe ihn, ja. Ganz schwummrig, wenn ich runtergucke. Androidenwunderling an einer Eiche. Ich lasse ihn dran. Äste brechen ab, überall Stichverletzungen geschehen dauernd und trotzdem findet man Wunderlinge ziemlich selten. In manchen Gebieten sehr gehäuft, in anderen Gebieten, in großflächigen Gebieten nicht einen einzigen, an manchen Bäumen ganz, ganz viele und an allen anderen in dem Wald überhaupt keinen einzigen. Das gehört noch mehr dazu. Den Namen Wunderlinge habe ich ihnen gegeben, weil sie mehr sind als einfach nur Holzgebilde, unter bestimmten Umständen allerdings nur. Aber sie sind potenziell halt doch mehr. Sie sind auch bekannt als Knubbel oder als Baumperlen, weil sie einfach auch wunderschön sind, werden sie häufig auch als Schmuckstücke eingesetzt. Ich verwende sie auch eben als Inspirationsmedium, weil, und das ist das Besondere, diese Gebilde eine besondere magische Fähigkeit besitzen. Nicht von sich aus, dazu braucht es etwas mehr. Einmal sind sie, wie ich eben schon gesagt habe, nicht überall zu finden. Es spielen immer auch die Ortsenergien eine Rolle. Man könnte sagen, geomantisch interessante Zonen neigen eher dazu, Wunderlinge entstehen zu lassen. Das können Bruchzonen sein in der Erde, das können Wasserläufe sein oder Wasseradern, die dort langgehen. Es können auch Kraftorte sein, spezielle Ortsenergien. Also es ist immer interessant zu gucken an Orten, wo man Wunderlinge findet. Was ist hier Besonderes an Ortsenergie? Wunderlinge befinden sich am Baumstamm. Und mein Rat ist es, sie immer vom Baum zu pflücken. Den Baum um Mithilfe zu bitten, den Baum um Erlaubnis zu bitten und wirklich darauf zu achten, wie fühlt sich das an? Sendet der Baum mir ein Ja, ein Willkommensein oder sagt er, lass mich in Ruhe, ich will das nicht? Akzeptiert das unbedingt, ihr braucht den Baum als Helfer, ansonsten pflückt ihr einfach nur ein Holzgebilde. Wenn ihr also wirklich mehr möchtet, dann bittet den Baum um Erlaubnis und befolgt auch den Rat, der da kommt. Bittet euer Selbst, euren Schutzengel oder die Kräfte des Ortes oder auch den Baum selbst um Unterstützung, dass er die Energien in den Wunderling hinein gleiten lässt, die dir jetzt zu diesem Zeitpunkt besonders gut tun, dein Bewusstsein weitertragen können oder auch einfach nur die Ortsenergie des Ortes, an dem dieser Wunderling sich befindet, dort drin verankert, weil, und das ist das Spannende, Wunderlinge können zu Ankerpunkten von allem nur Möglichen werden, wenn sie in diesem Bewusstsein gepflückt werden, wenn dieser Respekt da ist, die Einladung da ist. Und dann kannst du mit einem Wunderling einen tragbaren Freund bei dir haben,
in dem sich alles Mögliche verankert haben kann. Ob das ein Engel ist, ob das ein Planetenwesen ist, ein Elementarwesen, ob das der Pan ist, ob das ein Fabelwesen ist. Also alles, was ich eben schon mal aufgezählt habe, womit man sprechen kann, Kontakt aufnehmen kann, kann sich auch in einem Wunderling verankern und so eine Art Standleitung bilden, durch die du sofort in Kontakt mit diesem Wesen kommen kannst. Dann braucht es nicht mehr diese lange Vorbereitung, dieses Konzentrieren. Es ist immer gut, trotzdem noch zentriert zu sein, aber der Kontakt ist sofort da. Du hast quasi eine Standleitung, einen Direktkontakt. Also da sitzt jetzt nicht der Pan da drin oder irgendein Wesen, sondern es ist einfach nur ein Fokus, ein Ankerpunkt, dieses Holzgebilde. Also einen Rat möchte ich dir noch geben. Wunderlinge fallen ja, das habe ich vorhin noch nicht extra gesagt, irgendwann ab. Es ist ein Selbstheilungsprozess am Baum. Sie schnüren sich ein mit der Zeit. Die Rinde schnürt sich ein, der Baum versorgt diese Gebilde irgendwann nicht mehr und irgendwann fallen sie ab. Das heißt, sie können auch gelegentlich am Boden gefunden werden und können dann immer noch wunderschön aussehen, auch wunderschöne Holzobjekte, Schmuckobjekte sein. Mein Rat ist der, verwende diese Wunderlinge nicht für die Art von Arbeit, mit der ich arbeite, von der ich gerade gesprochen habe, weil dann der Baum nicht dazwischen ist, der als eine Art Filter, als ein Schutz dienen kann. In Wunderlingen können sich auch andere Kräfte verankern, die nicht unbedingt immer wohltuend sind. Zum Beispiel Restanteile eines Verstorbenen, der nicht so richtig akzeptieren kann, dass er gestorben ist. Und das ist nicht unbedingt angenehm, auf die Art und Weise in Kontakt zu kommen. Nehmt den Baum als Filter, als einen Kanal, der dazwischen ist, weil Bäume haben natürlich das Bestreben, lebensfeindliches oder schädliches nicht durch sich hindurch gleiten zu lassen. Und bilden dadurch immer auch eine gewisse Schutzfunktion. Und es wäre dumm, diese Funktion nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wunderschöne Linde hat Wunderlinge, mehrere. Aber ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ich euch die zeigen kann. Die sind nämlich ziemlich weit oben. Da kommt man nicht dran. Es sei denn, man hat einen Hubwagen oder eine lange Leiter. Da ist das Schätzchen. Jetzt muss ich es nur noch scharf kriegen. Ja, wie behandelt man sie? Wie pflückt man sie? Ein bisschen habe ich gerade erzählt, wie man sie behandelt. Das ist Holzbehandlung. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Schaut da rein. Ich wiederhole das nicht immer wieder. Auf meiner Homepage findet ihr auch einige Informationen. Also, es ist alles zu finden, was ihr braucht. Das muss jetzt nicht in diesen Film hinein. Hier geht es mehr um die Themen, was man mit den Wunderlingen tun kann. Wozu kann man sie einsetzen? Sie können, je nachdem, was für Kräfte in ihnen verankert sind, heilend wirken. Sie können mithelfen, das eigene Bewusstsein zu erweitern. Sie können für Dialoge mit dem entsprechenden Wesen eingesetzt werden. Und Dialoge müssen nicht immer nur gedanklich sein. Sie können auch durch Bilder, durch Gefühle, durch Stimmungen entstehen. Also es sind oft innere Prozesse. Manchmal sind sie auch einfach nur wohltuend, wenn man sie in der Hand hält und man einfach wieder bei sich ankommen kann. Manche sind auch dafür geeignet, Wohnräume zu optimieren, Energien so zu optimieren, dass sich alles Leben, was sich dort befindet, in einem möglichst optimalen, harmonischen Gefüge zusammenfindet. Weil wir sind ja nicht nur wir Menschen, die sich in einem Gelände wohlfühlen wollen, sondern eben auch Naturwesen und Pflanzen und Tiere. Und eine Optimierung ist dann natürlich erst dann eine Optimierung, wenn sich da auch alle drin wohlfühlen können. Dafür wenden wir zum Beispiel gerne den Blitzi hier ein.
Und wir haben diese Arbeit schon oft gemacht, auch mit Gruppen. Und die schönsten, tollsten Rückmeldungen bekommen, was die anderen Teilnehmer da teilweise für Energien wahrgenommen haben während einer Optimierung. Also sehr blitzartig, sehr stark, durchschüttelnd, aufwühlend. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Naja, und der Nepomuk, der Pan, er hat nämlich eine große Neigung dazu, verschiedene Namen zu benutzen, in verschiedenen Gestalten aufzutreten, ist der Mitautor des Buches über die Wunderlinge, das ich geschrieben habe. Es macht Spaß, seine Texte zu lesen. Er ist lustig, er ist frech, er ist ja sehr lehrreich, er kann sehr, sehr streng sein. Er ist ein Narr und der Narr ist bekanntlich der Einzige, der bei Hofe immer schon das Recht gehabt hat, die Wahrheit zu sagen. Naja, und ansonsten können Wunderlinge natürlich einfach als Talisman getragen werden, als Berater, Tröster, Helfer. Im Grunde genommen kannst du dir alles Mögliche damit einfallen lassen, wie du sie einsetzen möchtest, sodass sie dich begleiten, dass sie in deinem Leben dabei sind. Ja, wie gesagt, die Wunderlinge sind für mich ein weiterer Weg, als Inspirationsmedium arbeiten zu können. Als Inspirationsmedium schreibe ich Bücher, drehe kleine Filme, schreibe Blogbeiträge, teilweise auch in Zeitschriften. Ich bin Teil von Die Wandermagier. Die Wandermagier bestehen aus dem Aha-Team. Das Aha-Team, das sind Andreas Hösel und ich. Also ein Wortspiel aus unseren Namen, Andreas Hösel, Heike Antons, das Aha-Team. Wir betreiben gemeinsam das Aha-Team TV, auf dem du dir dieses kleine Video jetzt gerade anschaust. Wir beschäftigen uns gemeinsam mit den Themen Neue Erde, Bewusstseins, Wandel, Erdwandel, Wandercoaching in der Natur. Es geht immer um Selbstermächtigung. Es geht darum, dass wir als Menschen über uns hinauswachsen, unser begrenzendes Kollektivbewusstsein ausdehnen, was Neues zulassen, wirklich zu Schöpferwesen werden. Und dabei lernen wir selbstständig Neues dazu und teilen das, was wir so dann an Neuem gelernt haben, gerne mit anderen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wir veranstalten immer mal wieder Seminare, Workshops, Exkursionen. Wir bieten auch mal ja, so Workshops für andere an zu Themen, die uns selbst interessieren. Das kann auch einfach Didgeridoo sein, Flötenbau. Also Dinge, die einfach auch Spaß machen, die auch wieder den Naturwesen Spaß machen, in den Naturmaterialien eine Rolle spielen. Wir bieten auch Workshops zum Einhandruten selbst bauen an oder wie man Räucherfedern selber baut. Das entwickelt sich immer weiter. Es lohnt sich immer mal wieder auf unsere Homepages zu gucken, was wir jetzt gerade machen. Es kommt immer wieder was Neues dazu. So. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.
Thank you.